Ich bin Manuela Starkmann, ich bin Guide und ich führe Menschen zur Klarheit. Willkommen zum aktuellen Video aus der Reihe Klarheit für Berufseinsteiger. In diesem Monat geht es um aktive Ruheinseln für Studenten. Aktive Ruhe, wie ist das denn gemeint? Du wirst in diesem vielleicht mal wieder ein bisschen längeren Video sowohl Impulse bekommen, die dir klar sind, die du machst. Ich glaube, dann ist es einfach eine schöne Bestätigung. Oder du bekommst Impulse, die du vielleicht weißt, nicht umsetzt, die neu sind, die einfach einen anderen Aspekt noch mit in deine Lebensweise hineinbringen. Beides ist genau so, wie es sein soll und stimmig. Was ist aber jetzt aktiv und Ruhe? Gucken wir mal dahin, an was wir, Hauptsache Bildung und ich, gedacht haben, als wir uns über dieses Video Gedanken gemacht haben. Was können wir dir Schönes anbieten? Also, jetzt geht es ja darum, nicht wie beim letzten Video den Uni-Start zu haben, aber auch noch nicht mit dem Studieren fast fertig zu sein, sondern mitten im Studieren. Und es kann natürlich stressig sein. Und es kann auch mal viel zu viel sein. Und erst vor ein paar Tagen hatte ich im Guiding einen Kunden hier. Sagen wir einfach mal, ich gehe davon aus, dass du irgendwas um 20 bist. Mein Kunde ist irgendwas mit ein bisschen über Mitte 30. Kann sein, dass das eine Spanne ist, die mit Anfang 20 riesengroß ist und alt, wo man sich kaum vorstellen kann, dass man so alt mal wird. Auf jeden Fall hat dieser weise Mensch gesagt, Mensch, ich bin gerade ziemlich gestresst, das ist gerade ziemlich viel. Ja, wir sind immer noch bei dem Thema aktive Ruheinsel, ne? Beibleiben. War das mit 20 rum anders? Und ich habe dazu spontan das Bild bekommen von meiner Oma mit 100 Pfennig machen auch eine Mark. Wir können es auch neu sagen, 100 Cent machen auch einen Euro. Und weißt du, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, mit um die 20 fällt einem gar nicht auf, was man alles an Unruhe und Hektik in seinem Leben hat. Und ganz ehrlich, ich möchte auch gar nicht mit den heute 20-Jährigen tauschen. Ich finde, alleine mal über Internet, Notebook und Handy ist das so eine hohe Erreichbarkeit und Stressigkeit. Bah. Also ich fand meinen Stress früher schon ausreichend. Ich müsste den heutigen so gar nicht haben. Gut, da kann man jetzt sagen, wächst man auch so in die Generation rein, aber ich finde es einfach heftig. Ich glaube, ein 20-Jähriger hat auch Stress. Nehmen wir es vom Bild, von dem Zitat meiner Oma, der hat irgendwann Stress für 17 Cent. Und 17 Cent merkt man nicht so wie 100 Cent / 1 Euro. Da wir nicht gelernt haben, Pausen zu machen, Grenzen zu setzen, zahlen wir auf dieses Stresskonto immer noch mal was ein. Und wenn man dann vielleicht mit Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50 und so weiter und so fort auf diesem Konto nicht mehr die 17 Cent hat, sondern 91, dann fällt es auf einmal auf. Und man hat vielleicht wirklich den Gedanken, war das mit 20 anders? Bin ich da mit Stress leichter umgegangen? War ich da stressresistenter? Nö. Es waren halt einfach damals nur 17 Cent. Die Krux ist danach entstanden, nämlich wenn der Mensch nicht schaut, dass er die 17 Cent maximal hält oder abbaut, sondern wenn er einfach über Hamsterrad Stress und nicht Nein sagen, keine Grenzen setzen und was jetzt unter anderem auch gleich als Tipps für dich kommt, wieder abbaut. Ich wünsche mir für jeden Menschen, dass er nicht an seinem Lebensende auf sein Stresskonto mindestens oder sogar die 100 Cent drauf hat. Weil das ist, glaube ich, in dem Moment nicht schön und es ist im Rückblick auch nicht schön. Wir möchten dir gerne was geben, was dir für dein ganzes Leben dient. Jetzt in der Studienzeit und natürlich kannst du es dir adaptieren für alles in deinem Leben, damit du bist, damit du glücklich bist und damit du auf deinem Stresskonto
wenig einzahlst. Also, was kann dir sowohl eine gute Bestätigung geben für deine Lebensweise als auch was Neues sein? Punkt 1, dein Leben ist ein Stundenplan gerade. Eine Ruheinsel, die du aktiv schaffen kannst, ist aus unserer Sicht, dass du nicht nur sagst, ich weiß, wann ich zu Vorlesungen oder Terminen muss, sondern, also ich sage jetzt mal die Geschäftlicheren, ich weiß jetzt nicht, wie man es im Studienfall nennen kann, aber du weißt, ich nenne es jetzt mal geschäftlich, du weißt, was ich damit meine. Ich wünsche mir von dir, dass du dir auch private Termine machst. Und zwar nicht, dass du weißt, du gehst da ins Kino oder triffst dich da mit jemandem, sondern, das machen so wenig Menschen, dass du sowohl Pausen machst, Pausen, völlig unterschätztes Thema, unterm Tag, und dass du wirklich auch Termine mit dir selber einträgst. Aus meiner Sicht idealerweise jeden Tag. Aus meiner Sicht idealerweise mindestens eine Stunde. Und in dieser Stunde ist nicht Lernen dran. Das ist eine andere Art von Termin. Von dem haben wir gerade eben geredet. Den solltest du aus meiner Sicht auch planen. Aber mach bitte in deinem Leben nicht nur Pläne für Beruf und Erfolg, sondern auch für deine Lebensweise, für Spaß und für Gesundheit. Eine weitere Insel, auch Thema Gesundheit, ist aus meiner Sicht das Thema Ernährung. Ich glaube, dass viele junge Menschen eine beschissene Ernährung haben. Ich nenne es jetzt mal Tütenernährung. Ob man das jetzt zu Hause so macht, keine Ahnung, in der eigenen Wohnung, in der WG, oder vielleicht ist auch manche Mensa, ich weiß, da gibt es eine ganz große Spannbreite, da hat man auch keinen Einfluss drauf, mag das auch nochmal Thema sein. Aus meiner Sicht ist das Leben übrigens kein End oder Wieder. Ne? Wir lernen ja immer falsch oder richtig. Und richtig und der Rest ist falsch. Mach's doch ganz anders. Mach doch einfach viele Aspekte und schau einfach aus diesem Mix, was dient dir? Was dient dir? Und es wird ein Mix sein. Wenn man mal gar keine Zeit hat, kann es auch mal eine Tütenernährung sein. Wenn man keine Zeit hat oder die Mensa ist klasse oder, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt für die Mensa, man hat einen tollen Austausch, das ist ja beim Studieren auch wichtig, der Austausch, tolle Menschen kennenlernen, dann gehen die Mensa. Aber mach eben nicht im Sinne von End oder Weder nur eine Sache, sondern hab einen Mix und der Mix dazu kann sein, dass du sagst, nimm dir auch dein eigenes Essen mit, das du selber zubereitet hast, wo du mehr weißt, was drin ist. Nebenbei Tipp erwähnt im Sinne von aktive Ruheinsel, wo du auch selber noch ein Stück besser beobachten kannst, was macht das Essen. Also dienst dir, macht deinen Geist frei, bist du offen für Neues oder bist du einen halben oder einen ganzen Tag irgendwie unfassbar müde. Ein Indiz neben dem zu viel zu tun, kann auch sein, dass die Ernährung einfach nicht die ist, die dir dient. Zur Ernährung gehört auch aus meiner Sicht die Insel Trinken. Nicht Alkohol, nicht zuckerhaltigen Kram, den man ja im Zucker auch vielleicht schon in der Ernährung mit drin hat, oder beziehungsweise ganz sicher, vor allen Dingen in Tütenernährung. Auch nicht dieser ganze Bullshit wie, da ist schon ein Wort drin. Ich kann dir nur empfehlen, Wasser, Tee, ohne irgendwelchen Zusatz und oder selbstgepresste Säfte. Ich habe mal gehört, pro angefangene 25 Kilo Lebengewicht, ein Liter Wasser. Halte ich für stimmig. Aber nicht, weil Zahlen, Daten, Fakten die Vorgaben sind, sondern für den Menschen, der sagt, ich hätte gerne so eine Richtlinie, was kann denn stimmig sein? Am besten findest du es aber raus, wenn du es selbst erlebst, selbst erfährst. Eine im wahrsten Sinne des Wortes Ruheinsel ist das Thema Schlaf. Habe ich auch in meinem neuesten Buch drüber gesprochen, immer wieder auch im Event Lebenssinn. Mir fällt einfach auf, dass wir ein total vermurkstes Denken über Schlafen haben. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie, was ist denn da das richtige Wort, was Besonderes oder es hat was mit Stärke zu tun, wenn man wenig schläft oder wenn man scheiß früh aufsteht. Wenn einem der wenige Schlaf wirklich dem Körper reicht, wenn die biologische Uhr und der Biorhythmus so tickt, dass man um 5 wach ist, dann mag das
das stimmig sein. Du hörst, es geht nicht um falsch oder richtig, dann mag das stimmig sein. Ich erlebe aber viele Menschen, die, wie du gegebenenfalls jetzt auch, viele Aufgaben haben. Und um diese vielen Aufgaben in die 24 Stunden je Tag reinzubringen, anstatt dass sie an den Aufgaben reduzieren, mehr bei sich sind, reduzieren sie den Schlaf. Das wird dir später oder früher auf die Füße fallen. Ich kann dir überhaupt nicht empfehlen, am Schlaf zu reduzieren. Schlafen ist neben Ernährung und Trinken aus meiner Sicht etwas, wo wir urlaubsfrei in eine wundervolle Regeneration gehen. Regeneration ist für mich auch Sport. Und ich denke, dass du an der Uni, an der Fachhochschule tolle Angebote bekommst, was du an Sport machen kannst oder auch ausprobieren, um festzustellen, taugt mir das oder war eine gute Idee, aber nee, gehe ich nicht gerne hin. Gehe ich nicht gerne hin, kann ich von mir sagen im Sinne von, was ist der beste Motivator, um Sport zu machen? Finde das, was dir fehlt, wenn du es nicht tust. Ich habe für mich ein Gymnastiksystem entwickelt, 2003. Wenn ich das nicht mache, fehlt mir was. Ich brauche keinen zweiten, dritten, fünften, der mit mir mitgeht ins Fitnessstudio oder. Du kennst diese Abhängigkeiten, was meistens eh nicht lange funktioniert. Finde etwas, was dir so viel Spaß macht und so gut tut, dass du gar nicht auf die Idee kommst, das zu streichen. Und Sport ist für mich, für uns, auch der Aspekt Bewegung. Und zwar nicht nur wieder zurück zum Thema Sportbewegung, sondern auch, was aus meiner Sicht viel zu selten gemacht wird, die Bewegung draußen. Das bedeutet, geh viel mehr raus. Wir können es jetzt begründen mit Vitamin D und just wenn du das Video, wenn es frisch veröffentlicht ist, anschaust, dunkle Jahreszeit, mehr rausgehen, um Vitamin D zu tanken. Ja, aber du fühl doch einfach mal auch hin, wie lebensfroh und geladen du vielleicht eher im Sommer bist und wie wenig im Winter, weil man dann weniger rausgeht. Kurze Botschaft, geh mehr raus, geh in die Natur. Und, da gibt es mal so witzige Fotos, ne? Nicht so, ne? Durch die Gegend laufen, ins Handy schauen. Erstens ist es gefährlich, weil man Unfälle bauen kann oder andere welche bauen, weil die auf einen aufpassen. Sondern geh wirklich durch die Natur und genieß das. Ja, und die abschließende Ruheinsel, und zwar auch wieder etwas Aktives, ist das Thema Tagebuch. Ruheinsel heißt für uns nie, lehn dich zurück und pff, sondern aktiv ist der Part Selbstverantwortung. Was kannst du in deinem Leben übernehmen, um es selbst zu kreieren, um es selbst zu erfahren, funktioniert es, dient es oder eben nicht, und dann wieder Veränderungen reinzubringen. Nicht nur für die Studienzeit. Alles, was du lernst, lernst du von dir für dein ganzes Leben. Und du, einmal hat man Stress, weil man studiert, dann hat man Stress, weil man einen neuen Job hat, dann hat man Stress, weil irgendwas, du, ist immer. Und Tagebuch ist auch nicht irgendwie mit irgendwas Negativen behaftet. Ne? Also was immer du mit Tagebuch fühlst, lass es was Neutrales bis Positives sein. Tagebuch, da geht es darum, ja, das ist auch mal was von der Seele schreiben. Jetzt sind wir aber hier in dem Video ganz doll dabei, dass du was Schönes erfährst, wo dir gut tut und wo du dein Leben mehr steuerst. Und dafür kann ein Tagebuch ganz doll dienen. Im Sinne von, schreib zum Beispiel morgens und abends auf, wie du dich fühlst. Ja, das ist schon Tagebuchschreiben und es dient auch oft jetzt in dem Moment, wo es einfach mal draußen ist. Tagebuch ist aber auch ein Visualisieren für die Zukunft, weil in der Zukunft ist das, was du jeweils geschrieben hast, Vergangenheit. Und du bist selbst dein bester Lehrmeister. Du kannst dann selber nachlesen, mein Gott, da war ich ja auch schon eher Oberkante, Unterlippe. Was kann ich von mir selber lernen, um entweder die hier genannten aktiven Ruheinseln einzubauen, mehr, weniger oder komplett andere, die dir dienen. Also nimm dieses Tagebuch als Leitbild.
Leitplanke und so es dir dient, sogar dein ganzes Leben lang. Vielleicht dürfen wir dich ja tatsächlich dein ganzes Leben lang begleiten. Und irgendwann wirst du jungen Menschen vielleicht Impulse geben, wie du es damals, sprich heute, gemeistert hast, deine aktiven Ruheinseln in dein Leben einzubauen. Dafür wünschen wir dir sowohl Erfolg und vor allen Dingen Spaß. Demzufolge danke für deinen Daumen, fürs Abonnieren vom Kanal und ganz besonders, wenn du dich in der Form beteiligst, dass du entweder Fragen stellst, als auch uns Wunschthemen für Folgevideos gibst. Und bis dahin, lerne lebenslang.